Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ganz herzlich begrüße ich Sie zum Orgelkonzert aus dem Regensburger Dom St. Peter und damit zum Auftakt der diesjährigen Konzertreihe. Sie wird eröffnet, wie es gute Tradition ist, von Professor Franz Josef Stoiber, dem künstlerischen Leiter der Konzertreihe und dem Domorganisten an der Regensburger Kathedrale. Sein Programm und seinen künstlerischen Werdegang können Sie auf dieser Webseite herunterladen. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Dieser Satz des Philosophen Friedrich Nietzsche deutet an, welche Kraft die Musik über uns und für uns hat. Sie begleitet unser Leben vom Wiegenlied bis zum Klang eines Sterbeglöckleins. Lebensfrohe Rhythmen und ernste Weisen, sanfte Lieder und majestätische Symphonien, sie alle dringen in uns ein. Im besten Fall als Wohlklang, im schlechtesten Fall als Missklang, der leider viel zu oft in unserer Welt zu hören ist. Dagegen bieten die Orgelkonzerte im Raum des Doms die Möglichkeit, sich hineinzusenken in den Klang der Orgel und die Musik verschiedener Komponisten oder mit den Worten von Camille Saint-Saëns: Die Orgel regt zum Nachdenken an. Sobald man sie berührt, wird die Fantasie geweckt und aus der Tiefe des Unterbewusstseins taucht das Unbekannte hervor. Eine eigene Welt, stets neu und niemals wiederkehrend, die aus der Dunkelheit herausragt wie eine verzauberte Insel inmitten des Ozeans. Auch wenn dieses Konzert nur digital zu Ihnen nach Hause kommt, lassen Sie sich vom Klang der Orgel und der Spielkunst von Professor Stoiber berühren. Lassen Sie sich zum Nachdenken anregen und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Wir wünschen Ihnen eine klangvolle Stunde, wo immer Sie diesen Livestream empfangen und sich dazugeschaltet haben.